Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Fetabase Monster. Ja, ich habe inzwischen Monster Cave hier gemacht, ihr seht schon. Und ich habe hier noch zweite Turtles gebaut, mit denen ich jetzt ein bisschen weiter oben versuche, Eisen zu kommen. Wir haben nämlich das Problem, ich wollte euch mal zeigen, was man alles noch weiter bauen kann. Und ich habe dann festgestellt, dass ich fast kein Eisen habe. Das ist problematisch, weil sehr viele jetzt halt Eisen brauchen. Hier dieses faulen Stein wieder, der uns zu mit den Kristallen. Ich weiß gar nicht, was die Kristalle brauchen kann. Wenn jemand eine kurze Erklärung hat, für was man die Kristalle genau braucht, diese Farben hier, dann kann sie gerne in die Kommentare schreiben, wenn es jemand weiß. So, ich habe mir inzwischen auch aus dem Leder, die Kühe geben, habe ich mir ein Backpack gebaut. Hat den Vorteil, ich kann dann hier Sachen, die ich nicht im Inventar haben möchte, auch kurz da reinschieben. Und wenn ihr euch wundert, wieso jetzt gerade alles so ins Inventar reinbringt, ich habe ja den Feed-Beast-Magneten an, darum. Ist auch hilfreich, da kann ich auch weniger was vergessen, auch in die Maschine mal was nicht nehmen. So, ich baue die jetzt wieder ab hier. Ich habe es aufgehört mit dem komischen Befehl, der unten zu Werke war, den ich als Let's Player gesehen habe. Weil der wollte nicht so, wie ich wollte, und da unten war Lava und es war gefährlich und ich wusste nicht, wo der jetzt genau ist. Und jetzt benutze ich die ganzen normalen Befehle. Ich zeige euch gleich, wie das hier geht. Zu meinem Inventar leeren. Backpack auf. Ich tue alles rein, was irgendwie mit Erzen zu tun hat. Ja, also wenn ich Platz habe natürlich. Ich bin wieder voll. Wirklich voll. Na gut, wir haben ja noch die Turtles hier wieder platzieren können. Und zwar ist es so, ich benutze jetzt genau eigentlich nichts anderes als die Vanilla-Funktion. Das heißt eigentlich, normal ist eingestellt, wenn ich einen Turtle aufmache, Code rein, den fehlt Tunnel. Der sagt dem Turtle, ich soll einen Tunnel graben, 3 breit, 2 hoch. Das ist standardmäßig so eingestellt, kann man nicht ändern. Und dann sagt man die Länge. Und Enter. Und dann macht den Tunnel den Speichern groß. Das ist standardmäßig eingestellt, da müsst ihr ja nicht irgendwelche Programme laden und so weiter. Dann gräbt er geradeaus. Ich kann so halt wirklich dann weiß ich genau, wo er ist und was er gräbt. Beim anderen ist immer so ein Problem, wenn er dann wirklich vom Weg abkommt, ja, sucht ihn mal. Ihr habt gesehen, was der von diesem Kreis letztes gezogen hat. Das war schon ein bisschen subtopisch. Ja, ich habe auch noch, neben dem ich hier gefarmt habe, habe ich auch noch oben ein bisschen was weiter gemacht. Ich war ziemlich lange hier beschäftigt, weil ich dachte eigentlich, ich gehe viel schneller. Eisen kann ich zeigen. Ich habe hier unten auch noch ausgehoben. Hier habe ich aber alles andere als Eisen gefunden. Seht die Löcher, da habe ich... Oh! Habe ich noch ein paar Sachen übersehen? Mein Gott, ich habe Kohle übersehen und Aluminium. Okay, Silberfische, gibt's hier auch? Na komm! Hallo! So, tot. Oh, das war's schon. Okay. Ja, ich habe oben ein bisschen was gemacht, weil ich natürlich die Zeit nutzen musste. Und ich zeige euch das mal, was hier oben genau passiert ist. Ich habe unter anderem ein Kuhgehege vergrößert. Weil die Kühe droppen sehr selten die Leder, ist mir aufgefallen. Ich habe, wo ich hier bei ein bisschen Kundschaft gegangen bin, auch auf Eisensuche, habe ich dann ein paar Kühe umgehauen, die haben das Leder gedroppt, die ich für das erste Backpack gebraucht habe. Ich brauchte nur 8 Stück. Aber das zu bekommen war wirklich einiges schwieriger, als ich dachte. So, hier drin hat sich ein bisschen was geändert. Ich habe jetzt hier inzwischen ein paar mehr Upgrades gemacht. Hier habe ich eine Diamantruhe gemacht, weil ich halt wirklich extrem viel Steine hatte in der Zwischenzeit. Vor allem andere Steine als jetzt Cobblestone. Weil ich nicht genau weiß, für was ich Sachen brauchen kann, tue ich mal alles zur Seite und werfe nichts weg. So. Und Cobblestone habe ich hier inzwischen fast gemacht, das kennt ihr vielleicht. So, habe ich jetzt alles reingetan. Das ist auch so lustig, wenn ich den Mod... Normalerweise, wenn ich hier was baue und der Rohstoff ausgeht, dann, ich zeige euch das mal zum Beispiel. Sag ich, habe jetzt hier 2 Steine und ich baue, nimmt ihr automatisch den nächsten Stack in die Hand. Wenn ich aber bei der Kiste das mache,
bei der Kiste das mache, dann rückt es nicht nach. Die Hand ist leer. Aber wenn ich jetzt das mit dem Rechtsklick mache, kommt es doch trotzdem in die Hand. Also irgendwie funktioniert das schon. Ja, Rechtsklick ist ja eigentlich reinlegen. Linksklick bei nehmen. Dann wäre es ja klar. Aber ja gut, egal. Ja, jetzt habe ich schon 34 Stacks Stein, die ich da unten rausgeholt habe. Ich habe hier drüben auch schon einen Raum für, ja, wer könnte es ahnen, Tinker-Konstrukt ausgehoben. Das wird das nächste Ziel sein. Dafür brauchen wir nämlich zuerst mal, wenn ich jetzt eingebe, versägt, das haben wir auf Deutsch wie natürlich, brauchen wir diese versägten Ziegelsteine. Die machen wir aus Sand, Lehm, Kies. Lehm müsst ihr halt wohl übersuchen gehen. Das ist nicht so einfach zu bekommen. Kies, ja, ebenfalls. Finden halt ab und zu in der Mine. Sand hat was ganz Lustiges entdeckt. Wenn ihr Sand, könnt ihr entweder suchen oder ihr könnt, ich zeig's euch mal, ihr könnt auch ein Cobblestone nehmen und den in den Pulverisierer knallen. Cobblestone. Und jetzt schauen wir, was passiert. Es wird gleich hier reinkommen in die Schiede. Es kommt ein Stück Sand raus. Also ihr könnt bei diesem Monster Pack könnt ihr Kies pulverisieren. Kies, mein Gott. Cobblestone pulverisieren und ihr kriegt Sand raus. Würdet ihr Stein pulverisieren, gibt es Cobblestone. Das hat dann keine Bindung mehr. Dadurch habe ich jetzt auch eine sehr schnelle Methode, um Glas herzustellen. Einfach nur Cobblestone in meine Maschine rein und dann kommt am Ende das Glas raus. Eigentlich sehr praktisch noch. So, machen wir das Backpack auf, dann sehen wir, was wir alles hier gesammelt haben. Bisschen Eisen hat es gegeben, aber nicht sehr viel. Werfen gleich wieder alles hier rein an Erze. Dann wird das gecrushed, verdoppelt und dann gebrannt. Wir können das Ganze dann nochmal verdoppeln, indem wir das dann noch in der Schmiede noch schmelzen würden. Dann würden wir nochmal das Doppelte rauskriegen, aber das bauen wir jetzt erst. Für das brauchen wir jetzt mal, wie gesagt, diese Ziegelsteine. Ich habe hier schon einige gemacht, ich kann euch zeigen, wie es genau funktioniert. Wie gesagt, ihr müsst normalerweise... Oh, jetzt habe ich hier das vorbereitet und frage noch, wo ich das Zeug jetzt ist. Also umgestellt habe. Zuerst mal muss ich hier... Inventar ein bisschen leeren. Okay, wir haben schon hier voll wieder süße Sachen, wo nicht reingehen. Da muss ich das Zeug rausnehmen, das nicht reingehört. So. So. Das noch. Ich habe alles drin, was hier reingehört, vorläufig. Ja, gut, dann kommt in diese Kiste rein. Rohstoffe. So. Okay. Also, ihr braucht zuerst braucht ihr ein Stück Sand, ein Stück Lehm und ein Stück Kies. Wenn ihr das jetzt im Werkbank zusammenmischt, dann kriegt ihr Mörtel. Den Mörtel könnt ihr dann im Ofen brennen. Ich zeig's mal dem, was ihr seht. Nachdem ihr es gebrannt habt, kriegt ihr nämlich diese versenkten Zielsteine raus. Und die, genau diese versenkten Zielsteine brauchen wir jetzt, um die Schmiede von Ticker Construct aufzubauen. Wenn ihr wisst, was das gar gut ist, erstes mal, ihr kriegt aus jedem Rohmaterial, wo ihr brennen tut, kriegt ihr gleich das Doppelte raus. Das heißt, wir können jetzt eigentlich die Erze vervierfachen, indem wir sie zuerst pulverisieren zu Staub und dann in der Schmiede brennen und nochmal das Doppelte rauskriegen. Das ist sehr praktisch, muss ich zugeben. Und ich habe die ganze Zeit hier im Hintergrund ein Getöse. Und niemand sagt was. Ich hoffe, das ist jetzt nicht zu sehr störend gewesen. In der Backarbeiten während der Aufnahme ist unglaublich sowas. Ja. Das ist echt ätzend. Dass ich die Kopfhörer habe, höre ich das selber nicht so wirklich. Jetzt habe ich gedacht, das Fenster dazu kann ja nicht das Problem sein. Jetzt habe ich gesehen, das Fenster ist doch offen. Naja. Ich hoffe, ihr habt trotzdem mich verstanden, wenn ich das hier gebe in den Aufbau. So. Dann nehmen wir mal die ersten paar, machen mal ein paar Bricks raus. Jetzt kriegen wir auch gleich das Buch. Das Buch, die mächtige Schmelzerei. Können wir uns das mal anschauen. Hier drin seht ihr eigentlich alles, was es um Tinker Construct umgeht. Das heißt mal, ihr seht dann hier, was man als Bauch braucht, um eine Schmiede aufzubauen. Hier werden halt jetzt angegeben, man braucht 9 Syrup Bricks. Um den Boden zu bauen, das stimmt nicht ganz. Man kann auch, ich mache jetzt zwar hier klassisch 3x3, die Grundfläche, man kann aber auch 2x3 machen, das geht auch. Sie muss mindestens 2 breit sein,
damit es funktioniert. Also zwei tief, sage ich jetzt mal, zwei tief, ja. Das kann jeder selber belassen, wie er Platz hat, braucht dann entsprechend mehr Steine. Ja, das könnte stimmen. So, dann sieht man hier noch, was alles hier so Sachen gibt. Bronze kann man herstellen, indem man drei Kupfer und ein Tin zusammen einschmelzt, kann man dann Bronze auslassen. Aluminium, Brass mit Aluminium und Kupfer, Manilin mit Kobalt und Adrit und so weiter. Kobalt gibt es ja zum Beispiel nur im Nether. Ja. Gut, da gibt es ganz viele Sachen noch. Hier sind die ganzen Sachen, wenn man es in einen Eimer abfüllt, rein theoretisch, wird das auch gehen. Hier die Grundlage nochmal, wie man, wie gesagt, diesen Grundstein herstellt. Wie man ihn dann brennen tut und dann zu den Bricks kommt. Das ist ja eigentlich alles schön erklärt. Dann wie die ganzen Sachen hier funktionieren, wo man hier braucht. Wie ein Fenster zum Beispiel, das wird hier alles schön erklärt. Also wirklich sehr super das Ding. Kann man wirklich eigentlich nicht schief gehen. Das habe ich nie gebraucht. Man kann anscheinend das auch durchlaufen lassen. Das wäre eigentlich mal interessant, mal sowas zu testen, wie das aussieht. So effekthalber. Wieso nicht? Können wir mal testen bei Gelegenheit. Ja, man kann hier auch Brownstone machen, indem man Kieselsteine schmilzt anscheinend. Und damit dann alles hier, zum Beispiel Glas kann man auch schmelzen. Ich sehe zwar den Sinn nicht davon, wieso ich jetzt Glas schmelzen sollte. Achso, Schmalzglas und Clearglas. Achso, so geht das, okay, alles klar. Sandstone, also ihr seht schon, man kann echt viel machen. Man kann Klebstoff auch schmelzen, dann gibt's halt dann Klubal kann man auch schmelzen, gibt's Klebstoff und ja, flüssige Ender. Welche Obsidian können die auch schmelzen, dann gibt es dieses. Ah, Endstein. Achso, ihr könnt Endstein einschmelzen, indem ihr Obsidian und flüssiges Ender. Flüssiges Ender ist Enderperlen kann man einschmelzen. Ja, sind am Ende anscheinend. Gut, dann legen wir das mal weg und nehmen jetzt die Ziegelsteine, die wir gebaut haben. Und dann legen wir jetzt erstmal die Grundfläche aus. Die Grundfläche besteht aus 3x3 oder 2x3 mindestens. Und dann würde ich euch raten, baut nicht, ihr müsst nicht zwingend unterhalb der Mauer, mal hier hinstelle, müsst ihr nicht zwingend von diesen Steinen haben. Ihr müsst auch die Fläche, wo dann nachher euch es gut liegt, muss einfach ausgekleidet sein. So, ihr seht schon, jetzt habe ich schon die ganzen Bricks gebraucht. Das braucht extrem für Bricks. Das ist schon ein bisschen Hammer. So, jetzt tue ich das hier noch, oh, das war schon falsch. So, okay, jetzt brauche ich noch Glas und noch mehr Bricks. Das kostet halt schon ziemlich viel Bricks, ich habe zum Glück schon vorbereitet. Ich hoffe, ich habe noch genug Glas. Okay, wir haben nicht mehr genug Glas. Das heißt, wir werden unsere Cobblestone-Maschine jetzt in Gang setzen. Wir haben ja vorhin gelernt, wie wir schnell Glas herstellen können. Pulverisieren. Cobblestone gibt zu Sand, Sand gibt zu Glas und so haben wir das Ganze dann wieder. Okay, wir brauchen jetzt bauen wir zuerst mal das kurz raus, der Kern. Der Kern wird benötigt, um Erze reinzuschieben. Mit diesem Kern können wir dann Erze in unseren Ofen einbauen. So, dann brauchen wir noch einen Tank. Der Tank wird benötigt, um das Ganze zu betreiben im Nachhinein. Das ist jetzt, glaube ich, so. Ich muss schauen, ob ich es richtig baue. Es war Glas. Ein bisschen Glas habe ich ja noch. Ja, da. Okay, das war falsch. Dann. Was haben wir noch mehr von diesen? Ich kann natürlich das jetzt nachschauen, aber einfach. Ja, geht doch. Ha. Okay, den Tank bauen wir hier auf der Seite rein. Und jetzt seht ihr schon, jetzt läuft die Schmiede eigentlich bereits. Das Problem ist nur, wir können hier noch nichts, wir können zwar, könnten jetzt eigentlich schon was einschmelzen, nur wir haben noch keinen Auslass. Das ist, wäre jetzt ein bisschen unpraktisch, so wie es jetzt gerade ist. Und ich denke jedes Mal, die Schmiede braucht so viel Platz. Jetzt habe ich doch extra geschaut, dass ich Platz habe zum Auslassen. Jetzt habe ich trotzdem wirklich Platz. Ja, ich werde dann wohl hier drüben noch was hinbauen. Oder den Weg, ich kann natürlich den Eingang verschieben. Moment mal.
So, seht ihr auch, wo ich beschissen habe hier. gut, dafür dazu. So. Zack. So, ist schon besser. Also, jetzt brauchen wir. Jetzt müssen wir den Auslass bauen. Ich habe schon wieder zu wenig Bricks. Doch, für den reicht es jetzt. Okay, da muss ich schauen. Den geht jetzt, glaube ich. Vielleicht so, ich bin nicht mehr sicher. Genau. Den brauchen wir zweimal. Das ist Schmelzausguss. Mit dem können wir nachher die Barren und Erze ausgießen. Dann machen wir jetzt mal hier einen Sinn. Und ja, ich kann gleich nebeneinander hin machen, eigentlich rein theoretisch. Ja, machen wir hier so. Dann müssen wir hier zwei Löcher machen. So. Dann brauchen wir noch mehr Barren, noch mehr Steine, beziehungsweise. Wir haben noch ein paar Barren. Also es wird eng, es wird eng. Ich glaube, ich werde jetzt mich konzentrieren, dass ich einfach noch kurz das fertig schaffe, was ich machen möchte. Weil sonst haben wir zu wenig. Das wird uns nicht reichen, das sehe ich jetzt schon. Wir haben vorhin dieses Glas hergestellt. Ich mache jetzt mal so eins. Auch damit wir ein Sichtfenster haben. Das war irgendwie anders. Was war es vielleicht so? Genau, vielleicht sehe ich das Fenster. Da können wir nämlich in das Ganze reinschauen. Tun wir es mal hier rein. Das sehen wir auch gleich immer, wie es aussieht. Jetzt brauchen wir noch 1, 6, 9 Ziegelsteine brauchen wir noch. 9 Ziegelsteine. 9 mal 4, 9, 8, 10, 36. Okay, das heißt, die brauchen wir jetzt noch. Fast. Nehmen wir einen weg. Noch nur 8. Wir haben ja noch einen. So, dann müssen wir noch die Ausgüsse machen. Dann brauchen wir noch ein Becken. So, dann brauchen wir noch einen Tisch. So, und dann brauchen wir noch einen weiteren Ausguss. So, warte, da haben wir alles. Das geht so, wir müssen jetzt nämlich hier die Ausgüsse hier dran platzieren, damit das ausgelassen werden kann. So, jetzt brauchen wir die Bricks, die wir vorhin hergestellt haben, die 9, wenn wir richtig gezählt haben, bauen wir hier hin. Ich würde auch vorschlagen, dass ihr euch unbedingt hier schaut, dass es nicht so dunkel wird. Nicht, dass die Monster hier noch in der Schmiede spawnen. Aber ganz wichtig, was ihr nicht machen dürft, ist eine Fackel in die Schmiede rein. Weil wenn das macht, dann blockiert ihr diesen Block. Weil, ich hätte vorhin zeigen sollen. Ich habe jetzt nämlich hier drei Blöcke frei. Das ist die Grundfläche plus eine weitere drei Block für die obere Reihe. Umso höher ich die Schmiede jetzt baue, umso mehr Blöcke kann ich hier dann füllen gleichzeitig. So, jetzt müssen wir zuerst mal unser Gusstisch hier hinbauen. So, das ist für ganze Blöcke. Und das ist dann. Ja, wieso eigentlich unten rein? So, genau, ich kann es ja gleich so machen. Genau, stellen wir den hoch. So, hier so. Okay. Und jetzt ist es so, bevor wir haben einen Block gießen können, brauchen wir eine Gussform. Und die Gussform macht ihr, indem ihr normal ein. Ich habe jetzt schon vorbereitet, ich sage normal ein Stück Ton nimmt, und den brennt, dann kriegt ihr diesen Ziegelstein. Und diesen Ziegelstein tun wir einfach hier rein. Und wie es weitergeht, machen wir jetzt einen Cliffhanger, dann schaut auch beim nächsten Mal rein. Dann will ich euch zeigen, wie ich jetzt hier eine Gussform macht. Und ja, ich mache das hier extra mal eine Trennung. Wir haben schon 18 Minuten und ich weiß ja nicht, wie die Folge noch ankam vorhin, aber ich denke, das ist sehr interessant hier. Wie gesagt, schaut beim nächsten Mal ein, wenn ich hier dann die Schmiede in Betrieb nehme. Und ja, sage ich danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Und sorry, Cliffhanger, aber macht gut, bis das sein. Bis dann, bye!